Dürfen wir reinkommen? Komm mit. Ja, Bjarne, magst du uns so ein bisschen zeigen, wie du hier lebst? Sehr gerne. Das hier ist mein Eingangsbereich. Hier vom Flur kommt man dann einfach direkt ins Badezimmer. Und da drüben ist dann noch mein Schlafzimmer, was sehr geräumig ist. Und ganz wichtig, die 50-Cent-Stücke für die Waschmaschine unten. Dann ist das hier das Wohnzimmer und Küche zusammen. Sehr ordentlich. Selbstverständlich. Die Küche auch genutzt? Die wird sehr viel genutzt. Ich mache meistens so einen One-Pot. Das habe ich irgendwo auf Instagram gesehen, weil es ganz schön leicht ist. Ich habe da auch nicht mein größtes Talent in der Küche, aber sonst genug Sitzmöglichkeiten, weil hier meistens bei mir die Spiele geschaut werden. Okay. Der Kendall ist eigentlich jeden Abend hier. Ach, schön. Und gucken mal Basketball zusammen und noch mehrere andere Freunde. Ich habe mir extra eine Pflegeleiche gekauft. Da bin ich ganz ehrlich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, die hier ist nicht echt. Aber da habe ich jetzt ein bisschen aufgerüstet, weil letztes Jahr war ich noch nicht so im Pflanzengame drin. Aber jetzt, wie man sieht, nicht schlecht. Ganz schön grün geworden hier. Ja, wow. Ja. Habe ich extra für den Dreh hier gekauft. ich glaube, das war, als ich in die Grundschule kam. Das bin ich am Kochen an Weihnachten. Oder ich glaube, ich habe nur Essen geholt, ich habe da nicht gekocht. Und das war jetzt im Urlaub mit Lotte in Portugal. Wir spielen auf PlayStation, auch mit Kilian zum Beispiel. Binapfel, aber der ist nicht so gut da drin, das kannst du drin lassen. Ist nicht so gut. Das ist mein PlayStation-Name und irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich hier so genannt werde. Die waren unten bei meinem Bruder früher in der Wohnung. Die hat er nicht mehr gebraucht, dann habe ich mir die schubitzt. Ja. Und das ist? Das hat mein bester Freund mir geschenkt. Der Tim Gordiaga hat mir das zum Geburtstag geschenkt. Super Bild. Ich würde sagen Prison Break, Blacklist und so aktuell? Aktuell, also ich habe Haus des Geldes natürlich fertig geguckt. Das ist auch eine meiner Lieblingsserien. Aktuell habe ich You angefangen, die dritte Staffel. Ja. Fand ich ein bisschen creepy, habe ich dann aufgehört. Ja, was machst du denn so, wenn du nicht trainierst, wenn du nicht zum Training musst? Ich mache sehr viel mit Freunden und Freundinnen auf jeden Fall. Also, wie ich eben schon gesagt hatte, wir gucken meistens zusammen Basketball. Machen viel mit den Leuten aus dem Haus. Das ist ja ganz cool, dass wir hier alle zusammen wohnen. Ja, vom Spiel, willst du da deine Ruhe hier zu Hause haben oder willst du auch trotzdem alle Leute um dich rum haben? Meistens so kurz vorm Spiel bin ich eigentlich immer alleine oder mit der Freundin und irgendwie ausruhen, im Bett liegen, auf der Couch liegen. Das habe ich gehört, macht ihr ja viel. Also wenn man hier auch vorbeifährt, sind die Rollen immer unten? Ja, es gibt auf jeden Fall andere Fälle, da habe ich auch. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass man die Rollläden hochmachen kann. Ach so, okay. Aber da werden jetzt keine Namen genannt. Ja, dann hoffe ich, dass es dir hier gefallen hat. Viel Spaß noch in den anderen Wohnungen und ihr seid gerne wieder eingeladen. Ja, sehr schön. Willkommen zum Basketball-Club. Sehr gut.